Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir haben eine Kuppel ohne Lebenshaltung. Ah ja, unsere neue Kuppel ist fertig. Unsere Kuppel, die irgendwie unter Erde ist. Interessant. Jetzt muss ich kurz mal die Speed einstellen von meinen Technik-Sachen hier. So. Jetzt schließen wir erstmal das System hier an. Und auch den Strom natürlich direkt anschließen, damit der direkt in die City fließen kann. Jetzt ist die Frage, kann ich das hier ebnen, obwohl das Gebäude da ist? Weil das ist ja irgendwie nicht der Plan, oder? Aber es ist halt perfekt abge... Nein, warte mal. Das war unter Bauen. Terraforming. Nein, das war Rampe. Ebenen. Nee, die haben da einfach außen rum gebaut. Okay. Also sie haben einfach beschlossen, dass mir jetzt vier Vierecke fehlen, oder was? Nee, fünf. Was ist denn das für eine Aktion? Drehen wir das Spiel mal wieder hoch. So, dann würde ich doch mal sagen, ich will das nur Ring an Bewohnern. Das wäre so das Ziel, dass ihr dann außen Arbeitsplätze und dann wäre das eigentlich schon das richtig Geile. So, schauen wir mal, wie das die Kollegen hier finden dann, wenn ich das mache. Dafür brauche ich natürlich intelligentes Apartment. Weil natürlich Billigzeug wird hier nicht verbaut jetzt. So. Sind jetzt nur Wohneinheiten. Dann machen wir noch ein paar kleine Lebensmittelläden. Shit, warte mal. Das war hier, glaube ich. Nee, eins weiter. Kleiner Lebensmittelladen. Das kommt immer an die Kanten. So. Und dann hätte ich gerne eigentlich an jeder Seite noch einen schönen Park. Es gibt ja hier eh irgendwo, wo waren der jetzt? Großer Garten. Da gibt es zwei jeweils hier, so. Lagerstand niedrig. Oh, 26 nur noch. Ja, dann holen wir nach. Absolut kein Problem. Resources are low. Schauen wir, wie sie das finden. Verfügbare Drohnen. Ja, erhöhen wir mal auf 20. Und genau, das Gerät braucht außerdem noch eine andere Seite. Warte mal. Drohnen hab bitte hier hin. Dann holen wir nicht da unser gesteuertes System hin. Und dann kommt hier noch ein Universallager hin. Neues Spezialprojekt. Vegetation verbreiten. Angriff auf den Schatten. Aus dem Schatten. Erst hörst du nur den Alarm. Anschließend siehst du den Aufruhr und dann erhältst du einen Anruf. Unbekannte Streitkräfte haben eins unserer Forschungslabore gestürmt und eine Spur der totalen und eine Spur aus toten Kolonisten hinterlassen. Die Überwachungskameras sind genau zum Zeitpunkt der Tat ausgefallen. Wie es ist die Kuppel betreten und verlassen konnte, ist uns ein Rätsel. Effekt 5 Kolonisten wurden von rivalisierenden Spionen getötet. Beschreiben wir den Zuständigen auf der Erde das Problem. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Ich werde eine Ansprache halten, bei der ich alle anderen Kolonisten auch für die Tat verantwortlich... Kolonien für die...
Finde einen super Anschluss. Ach, das haben wir eh schon verloren. 5 Kolonisten, nicht nur einer. Wolkensaat, Expedition aussenden, schicken. Wuba, Luba, Dubadu. What the fuck? Was ist denn das für eine Errungenschaft? Und natürlich schicken wir hier auch noch nach einer Expedition aus. So, in der Mitte hätte ich dann hier gerne verschiedene, ja, Unterhaltungs... Alter, ich drücke heute voll daneben, das ist Wahnsinn. Also sowas wie ein Spielplatz, der ist aber klein. Große Tingerkargestätte, nee. Das wird dann hier so der Schuldistrikt zum Beispiel dann. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Schwerelos Freizeitpark. Das ist doch auf jeden Fall mal was. Dann hier so ein Freiluft-Fitness-Areal wäre super. Und dann... Amphitheater? Oder machen wir eine große Weltraumbahn noch in die Mitte, das wäre doch noch was. Feuchtigkeitsgewinnung haben wir. Cool. Polarkappenschmelzen ist jetzt mittlerweile unnötig für uns. Riesige Nutzpflanzen, schalte riesige Nutzpflanzen frei, die eine erhöhte Nahrungsproduktion. So. Schauen wir mal, wie schaut's aus aktuell. Wir müssen nochmal Polymer nachholen. Nein, das war falsch. So. Alter, wie die Bäume hier wachsen. Schaut euch dieses Gebiet an. Wahnsinn. Wahnsinn, wie schaut es hier oben aus? Das schaut auch schon aus. Das hat keinen Strom. What? Sind die unzufrieden mit der Stromversorgung? Was ist hier los? Nicht genug Strom. Nach Info haben wir 400 Strom Überproduktion. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, dann Stromproduktion. Haben wir eh keine andere Wahl, außer hier ein paar zu platzieren. So, und dann geben wir hier natürlich noch ein Kabel hin. Das direkt von da nach da führt. Dann sollte die Kuppel auf jeden Fall nicht unterversorgt werden, obwohl hier voll das fette Stromsystem ist. Die haben auch keinen Strom. What? Das kriegt mal direkt ein Upgrade. So wenig Strom, das ist ja lustig. Wir brauchen noch Beton, die müssen wir Beton liefern, bitte. Liefert den Beton! So, die nehmen jetzt alle mal langsam den Betrieb auf. Wie viel Wasser haben wir hier oben noch drin? 10.000, das könnte man auch noch anbohren, ne? Das wäre vielleicht gar nicht doof. So, das ist auch gleich fertig. Perfekt, sind dann alle gleich fertig. Dann müssen sie nur noch upgraden und dann hat sie alles. So, okay, jetzt muss genug Strom da sein. Wie schaut es aktuell mit dem Wasser aus? 11 plus... Wollen wir hier, wenn der größte Teil leer ist, mal riesige Wasser- und Luft-Backups irgendwo schaffen noch? Aber bald können wir eh hier noch ein Kabel durchlesen, was nach da vorne läuft. Weil, schaut euch an, hier ist eh so viel los.
Neue Ausstrahlung, Geldmittel erhalten. Ja, super. Aber wir brauchen mal wieder ein bisschen von unseren elektronischen Geräten. Wie schaut es mit unseren Vibratoren aus, die wir aufgestellt haben? Haben wir überall lang platziert, ne? Das war ja letztes Mal das. Ja, das ist doch super. So, okay, noch ein paar. So. Das ist der Vorteil, wir können hier voll viel platzieren mittlerweile. So, okay. So, okay, jetzt kann mir keiner erzählen, dass wir nicht genug Vibratoren langsam haben. Das werden ja immer mehr. Wasserbedarf beträgt 51. Wie viel produzieren die nochmal? 2,5. Ich weiß gar nicht, welche ich noch nicht abgegradet habe. Ab hier habe ich sie noch nicht geupgradet. Also die Menge, die wir hier haben, die sollte auf jeden Fall die Produktion aufhalten können. Egal, was passiert. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Ach shit, da sind sogar ein paar gar nicht angeschlossen. Shit. Ja, warte mal. So. So, dann sollte der Anschluss auch wieder klappen. Hä? Ups. Weil irgendwann wird es da unten auch leer sein. Obwohl, die kriegen wahrscheinlich gar nichts mehr raus aktuell. Oh, es regnet. Das bedeutet, die ganze Oberfläche wird wieder besser. Oh, schön. Bin schon gespannt, wenn die ersten Bewohner hier einziehen, weil das ist ja wirklich ein massives Projekt. So, dann hätte ich gerne eine große Kindertagesstätte hier. Eine Schule direkt daneben. Das ist so der Wissenskonzern dann. Dann noch eine Universität daneben. Und eine Hawking-Uni. Große Tagesstätte. Haben wir sonst noch was? Machen wir Gesundheit hier unten. Großes Krankenhaus. Sicherheitsstation. So, dann tun wir dazu noch ein kleines Diner stellen. Und wie wär's mit einem Lebensmittelgeschäft. Und in die Mitte rein kommt noch so ein kleines Patch Grün. Da arbeitet schon jemand? Ah ja, lol. Wie viele Wohnplätze haben wir denn jetzt aktuell frei? Freie Wohnplätze 400! Wie schaut es mit der Hotelanlage an? Muss ich die noch abziehen oder ist... Ah, das, nee, die sind letztes Mal alles heimgeflogen, ne? Muss ich schon wieder das nachbestellen? Ja, Polymer wieder wäre schlau, ein bisschen was zu holen. Gut, und holen wir auch gleich noch ein bisschen was Elektrisches nach, denke ich mal. Der Regen macht jetzt auf jeden Fall gute Vorbereitungen schon mal weiter. Ich glaube, ich kann ja auf einen unserer Türme hier ziehen und dann uns die Oberfläche anzeigen lassen.
Ach, schau dir an, überall wird es farblich schon. Hier noch ein bisschen nicht. Ah, das wird auch noch. Hier oben ist natürlich übelst grün mittlerweile. Hier unten wird es auch schon. Es gibt natürlich die ein, zwei Stellen, die sind besser, aber es wird schon. Es wird. Es ist mega geil natürlich. So. Wollen wir mal hier probieren, wie schnell wir es hochziehen können? Wir machen jetzt hier für Pflanzen ein Gebiet. Warte mal, die fallen unter Terraform. Ich vergesse es jetzt mal wieder. Aufforstungsfabrik. So. Die sollen sie jetzt aufbauen. Ja, da kommen jetzt auch gleich nachher wieder die, genau, die Maschinchen daher und liefern. Die muss ich noch aufhalten, ne? Das ist aktuell Verlust mit Atmosphäre noch ein bisschen gefährlich. Wie schaut's aus hier? Das ist... Ne, die kann ich höchstens abbrechen. Meteoriten. Es wird Geldmittel. Und die kann ich nur abbrechen. Verdeckte Operationen, Kolonisten rekrutieren. Einen, oh Gott, ich kann höchstens einen da klauen, aber verdeckte Operationen macht Technologie stehlen. Kann den Schleier des Unbekannten durchsuchen, der beantragende Krieg und verringert sämtliche Forschungskosten. Das ist natürlich mega geil. Aber kann ich auch nur einmal bauen, ne? Wäre zu kalt, wenn mehrfach. Wie wäre es mit einem weiteren See hier irgendwo? Jetzt haben wir hier schon so einen kleinen See hingebaut. Okay, hier würde einer hinpassen, aber Mikrofusion. Was auch jetzt mit immer Mikrofusion war. Riesige Nutzpflanzen, Kernwärmegenerator, automatisierte Farmen. Mal gucken, kann ich nicht schon irgendwie die Temperatur halten? Den Kernwärmegenerator, der tut natürlich was anderes machen und der versteckt das Magnetfeld der Atmosphäre um und verringert den Verlust von Atmosphäre um 0,2% pro Sol. Generiert Forschung Potenzial zur aktuell kann lokale Maßbeben auslösen. Aber ich habe doch hier oben noch so eine Außenbasis, ne? Leute, bereitet euch mal vor. Wir brauchen jetzt hier ordentliche Außenlager. Ihr werdet ein autonomes System werden jetzt. So, neben dem, was sie aktuell schon haben, kriegen sie jetzt von mir noch weitere Depots. Ein Metalldepot. Nahrungsspeicher, brauchen wir nicht. Edelmetall wäre super. Für Notfälle halt, ne? Polymer auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall nochmal Maschinenteile. Elektronikteile sind auch gut. Und Maschinenteile bräuchten wir auch noch. Und wir schicken noch ein bisschen Treibstoff, würde ich sagen. Würfeldepot und Saatgutdepot, ne? Sonst wollen wir nichts gleich. Gut, okay.
Ich weiß gar nicht, braucht es Treibstoff? Ich glaube nicht, nur Energie. Forschung pro Soll ist natürlich übel, was das produziert. 0,3. Schauen wir mal, wir bauen auf jeden Fall jetzt hier mal ein neues Netz auf. Können wir das hier ebnen, bitte? Ebnen. Benötigte Steinabfälle, überschüssige Steinabfälle. Funding received. Okay, ich kann bis hier hinten also voll bauen. So. Drei Offiziere werden benötigt. Habe ich keine Offiziere mehr? So. Expedition aussenden, dies beim Tanken und danach direkt wieder bei einer Mission. So. Ein so ein Ding bringt ja ca. 10. Schau, das sind jetzt schon mal 10 Stück. 10 Fürs erste. Sollte die Produktion hier gut vorangehen. So. Zieht die ganzen Maschinen nach oben. Einer macht 30. Oder 10 stehen schon mal für. 10 stehen schon mal für. Drei Stück. Die werden jetzt aktuell eigens versorgt einfach. Dann habe ich dann ein abgeschottetes System und es fällt nicht aus, sobald irgendwas ist. Ich glaube, das ist gar nicht die blödste Idee, dass wir sozusagen einfach ein großes System haben. Und ein abgeschottetes System, was nur dafür zuständig ist. 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15. 15 mal 3 macht 15. 30, 45 bedeutet, wir könnten 4 schon mal damit beschäftigen. Also Ziele hassen werden, wir machen noch eine Reihe dazu, weil hier wird halt echt massiv dann auf das gesetzt. Und natürlich dazu noch die Backup-Batterien, die es jederzeit geben muss. Die trotzdem direkt durch ein Kabel erreichbar sein sollen. Also ich glaube, das ist jetzt mal unser Hauptenergiesystem, was wir gerade anfangen zu bauen. Ich bestelle schon nochmal Polymer. Weltraum Polymer nachbestellen. Natürlich durch die ganzen Neubauten. Jetzt ist es Wahnsinn, wie es ausschaut, aber. Funding received. Wir kriegen halt doch immer wieder unser Founding und alles drum und dran. Das ist natürlich super. We have a delivery on the space elevator. So, jetzt haben wir schon wieder eine Nachlieferung. Alter, der buddelt sich schon runter. Wahnsinn. Irgendwann muss ich das dann noch machen.
Dann kriegen wir richtig viel Beton. Natürlich, der steht jetzt hier unten, der macht 0,3. Ich brauche mindestens 5 Stück. Ich brauche 6 Stück noch eigentlich. Das sind die aktuellen Terraformer und der Hitzer, der Tempo, der die Treibhäuser deaktivieren können. So. Ziehen wir gleich nochmal nach, wie viel wir haben, ob es ausreicht schon. 2 sollten auf jeden Fall ausfallen können, das wäre wichtig. So, die ersten Batterien stehen schon und die benötigt mindestens 300, um mit der Versorgung des Netzes zu beginnen. Ja, aber langsam stehen die Batterien schon mal, das ist super. Ach, ich kann eh sehen, wie groß die Stromerzeugung sich aktuell hier befindet. Stromerzeugung befindet sich aktuell fast 1000. Bedeutet, ich könnte 10 Stück anstecken. Holy shit. Dann kommen die Terraforming-Sachen. Magnetfelder. Und Stromversorgung soll natürlich vom Netzcenter ausgehen. So. So. Das sind jetzt 6 Stück. Die tun natürlich jetzt gerade viel ziehen, aber schaut euch mal an, wie backlogged das hier ist. Erreicht alle, alles super im Netz, ist perfekt. Oder verbrauche ich richtig viel elektronische Teile? Wie viel? 250 Metall? Wie viel habe ich? Ah, 4K. Okay, ja dann. Dann ist das eh ein guter Ausweg, um das mal zu verbrauchen. Weltraumlift, wir brauchen mehr von denen. Sonst kommen wir da gar nicht hinterher. Mindestens zwei Ladungen. Schau mal, wie viele elektronische Teile wir schon geschickt bekommen haben. Wir haben ja halt hier auch massenweise mittlerweile gelagert, ne? So, ja, die Wohngegend muss natürlich noch bevölkert werden. Das sollten wir jetzt mal in annehmen. Passagierrakete. Filter, okay. Spezialisierung. Touristen aus. Ich hätte gerne Betoniker, Geologen, Ingenieure, Wissenschaftler und Mediziner. Anwenden. Wenn ich in der Altersgruppe gegangen bin, habe ich Senioren rausgeschmissen. Im mittleren Alter, die schmeißen wir auch alle raus. Anwenden. Dann starten. Passagierrakete starten. Passagierrakete. Jetzt sind es nur noch wieder Touristen. Warte mal, was? Wie geht denn das jetzt auf einmal? Es sind nur Touristen und ein Wissenschaftler. Es sind keine passenden Bewerber, Leute.
Filter. Jetzt sind es nur noch Touristen, hä? Es sind immer noch Touristen drin. Keine, die das haben. Dann sind es fast gar keine und dann tun wir halt die noch dazu anwenden. Dann starten. Dann tun wir hier noch zwei Hotels vielleicht hinstellen einfach. Das ist, glaube ich, gar nicht doof. Zur Olympus-Hotelle hier noch hin. Dann kommt in den Arbeitsdistrikt eine Maschinenteilefabrik. Eine Elektronikteilefabrik, die ich natürlich vom Planeten mir schicken lassen muss. Weltraumfabrik, so. Schicken wir dazu zwei Stück, davon schickst du mir auch zweimal Stück. Sturmgenerator, Feuchtigkeitsverwaltung. Ah, starten. Schick mir doch mal die bitte. Die bräuchte ich jetzt bitte noch. Komm schon. Spezialprojekt abgeschlossen. Wolkensaat, es fängt wieder an zu regnen. Schön. Gut. Dann kann ich nicht die auch mal hier platzieren. Platziere sogar zwei von. Dann noch eine Maschinenteilefabrik. So. Wie schaut es hier oben aus mit dem Bau? Oh Gott. Na kommt schon, Leute. Ja, der erste wird gebaut. Ups. Nutzland nicht. Ah ja, er kommt wieder zurück von seiner Mission. Da war was. Da kommen jetzt meine neuen Passagiere an. Ich glaube auch die Urlauber in dem Fall. Warte mal, jetzt muss ich noch runter hier. Ich muss die leider jetzt aktuell hier laden lassen, weil ich habe keinen anderen Platz sonst. Hier finden sich jetzt ein paar Hotelgäste drin. Hier arbeiten Leute. Hier wohnen jetzt überall. Kann ich hier sogar eine dritte Schicht vielleicht starten? Ich hätte gerne das bei den kleinen Geräten. Oder kleinen Einkaufsläden auf jeden Fall. A colonist has died. Sich noch mehr anstellen. Funding received. Es kriegt auf jeden Fall eine Ausbildung. Ausbildung automatisch. Die dürfen, obwohl die lassen wir nachts in Ruhe. Erfolgreiche verdeckte Operation gestohlen von der Archäologie. So, das hat auch wieder ordentlich was gebracht. Ah, die sind auch schon wieder ready zum Liftoff. Ressourcen gehen verloren. Sind die da und dreckig? Ja, das war wahrscheinlich vom Start, ne? Kann das sein? Ah, langsam wird es so schön grün. Verluste der Atmosphäre sind fast weg. Magnetschilder haben wir noch keine.
Der ist natürlich auch schon verstärkt worden. Der macht 0,3 mittlerweile schon. Ah, da kommen die Abokosten immer noch hin. Zwei sind schon mal drin. Vielleicht sind wir bei 0,1. Ah ja, das ist unsere Spezialmission gewesen, die wieder zurück ist. Wir geben dir noch einen Nahrungslader, vielleicht gar nicht doof. Na, wir bauen gleich in die große Sinn, weil hier kommen wir. Mein Plan wäre hier noch eine Nahrung anzubauen. Ding tun wir auch gleich mal den Kabel weglegen. So. Ferngesteuert von ferngesteuerten Commander, okay. Funding received. Pack die mal ein, bitte. Der kriegt von mir direkt noch mal ein bisschen mehr. Der wird in Zukunft nicht richtig viel zu tun haben. Vor allem, weil der sich um die Metalle hier unten kümmert. Was geht mit ihm ab? Bauen die noch oder haben die schon alle durch? Im Auftrag gegebene Bioroboter, im Auftrag gegebene Drohnen. Verfügbare. Gib mal mehr in Auftrag. Was mache ich mit den Biorobotern, die wir hier oben produzieren lassen? Zehn Stück in Auftrag gegeben. Zehn Stück in Auftrag gegeben, gut. Dann starten die jetzt auch mal durch. Na, die jetzt erwischt. So, jetzt ist der nächste schon ready. Wir holen gleich nochmal vom Weltraum, vom Lift ein bisschen Nachschub. Es liegt ja jetzt daran, dass wir gerade kein Geld machen, weil ich einfach die ganze Zeit hier upgrade und neue Maschinen baue. Aber die machen natürlich auch ordentlich Wissenschaftsvorsprung, ne? Kernwärmegenerator. Echt total unnötig mittlerweile. Tun wir wieder auslagern, 5000. Jetzt machen wir 9000 pro Soll. Das ist natürlich schon übel. Aber Leute, ich würde sagen, das geht bei der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo hoffentlich unser Schutzschild gegen den Verlust der Atmosphäre fertig ist. Also, bis dann. Ciao.